Hallo zusammen. Winterzeit, wunderschön. Alles ist schön weiß, Schnee in Massen. Ich liebe diese Natur, wenn sie alles so schön weiß bedeckt ist. Doch, das hat auch seine Nachteile. Es fängt schon an mit der Holzsuche. Wo liegt das Holz versteckt unter dem Schnee? Dann jeweils aufpassen, sind es dünne Äste oder so, sind es Brombeerstauden oder sonst vom Weißdorn oder sonst stacheliges Zeug. Also immer schön aufpassen, wenn mir was irgendwo reingreift. Was ich heute kurz zeigen will, das ist ein Feuer. Wenn ich im Wald bin im Winter, da gibt es zwei Varianten. Entweder ich baue mein Feuer draußen, eigentlich im Survival ja von Vorteil, weil ich will ja möglichst schnell entdeckt werden, mache natürlich ein Signalfeuer. Aber meine Schlafstätte, die habe ich doch lieber windgeschützt, irgendwo unter einem gedeckten Platz, wie jetzt hier die Tannen. Nun werden natürlich einige denken, mein Gott, Wahnsinn, unter Tannen zu schlafen, das ist ja verrückt. Ich sag allerdings, kein Problem, wenn man es richtig angeht. Jeder weiß, wenn ich unter Tannen Feuer mache, irgendwann mal kommt der Schnee, der da auf den Ästen liegt, von der Wärme fällt der runter. Oder alleine schon von der Sonneneinstrahlung kann es jederzeit passieren und mein Feuer ist aus. Also muss ich mein Feuer schützen. Schützen am Feuer, kein Problem, geht 2-3 Minuten. Nicht länger, dann hat man das schon erledigt und man kann beruhigt in die Nacht gehen. Ich habe hier schon mal Holz gesammelt, werde euch hier das jetzt mal kurz demonstrieren. Das reicht eigentlich, zwei Astgabeln rein in den Boden rein, eine Querstrebe rauf und schon geht's los. Ich werde euch das mal kurz zeigen. Wenn die Kamera jetzt noch hier stehen würde, wäre es ideal. Wird das Stativ nicht so wie ich will. Also, so, wie ihr seht, habe ich in der Kürze, habe ich hier eigentlich wie bei einem Shelter kurz ein Dach gebaut. Natürlich wäre es jetzt noch von Vorteil, wenn man hier Tannenzweige rauflegen würde, dann wäre es perfekt geschützt. Allerdings, hier reicht es auch aus. Würde auch reichen für die Nacht. Ich will jetzt nun einfach keine Tannenzweige runterreißen, weil jeder, der mich ein bisschen kennt, weiß, ich benutze meistens Holz, das herumliegt und versuche so die Natur ein bisschen länger zu erhalten. So, ich habe jetzt hier ein bisschen Kinnspan aufgeraut und ich schaue immer, dass die äußeren Enden, dass die halten, nicht dass die mir davonfliegen, weil jetzt kommt ja mit dem Feuerstahl ist immer ja das Problem auch, dass man das Zeug nicht wegschlagt. Für dies habe ich meine Technik, ich halte den Kinnspan fest drauf und
So, mein Feuer brennt. Gut geschützt vom Dach. Das kann man hier nochmal sehen. Schön unter dem kleinen Schrägdach, was ich da gebaut habe. Das seht ihr, also selbst wenn da jetzt Schnee drauf liegen würde, würde da eigentlich nichts passieren. Zumal das Feuer, wenn es dann noch größer ist, sowieso stärker wird. Ich wünsche euch eine schöne Winterzeit. Ich freue mich auf euer Video und danke fürs Reinschauen.